Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Wir kämpfen gerade gegen Malefiz, welche gerade ihre Dawn Power eingesetzt hat und sich in einen Drachen verwandelt hat. Yo, ich habe gerade einmal zu viel auf Raps gedrückt. Ich hoffe, ich habe nichts verstellt. Also, per Maus. Kaut's mir jetzt ein bisschen. Aber wir werden ja sehen, was hierbei rumkommt. Was wird passieren? Werden wir scheitern? Wird Fraps sich aufhängen und alles kaputt machen? Das alles und noch viel mehr. Nur hier. Und sonst nirgendwo anders. Und wenn sie hochgeht, kann ich sie nicht fokussieren. Ja. Ich habe gerade versucht, wieder zu meinem geliebten Philipp zu gehen. Aber das ging nicht. Das ging doch nicht. Ich könnte es auch mal mit einer Permabarriere versuchen. Er ist ja nicht wirklich so hilfreich. Also ich weiß nicht, ob die mit ihrem Eis, mit ihrem Dings Kackatem von alleine aufhört. Ui. Das war's dann auch wieder mit diesem Versuch. Ja, komm, sterb schneller. Dankeschön. Staring! Nein, wir werden jetzt nicht damit anfangen. Es ist kein Terra Badera bei, okay? Alles chillig hier. Jetzt hat sie direkt ihren Atem gemacht. Was war das? Ging auf jeden Fall sehr, sehr lange. Er haut zu, aber ich sehe nicht wirklich, dass er Schaden macht. Huch. Da war schon wieder. Ja, was soll ich tun, wenn der Boden die ganze Zeit brennt? Doch. Was soll ich tun? What should I do? If the ground's burning my feet away. Na, schau, er greift an, er macht. What? Was war das denn gerade? In dem Moment, wo ich meinen Fokus einsetzen wollte. Habt ihr das gerade gesehen? Er hat den Drachen angegriffen, null Schaden. Diese fucking Statisten, die so tun, als würden sie mir helfen. Glücklicherweise gibt es ja in der Zukunft keine Begleiter, die das quasi die ganze Zeit machen. Permanente Begleiter. Nutzlose permanente Begleiter. Wer könnte das nur sein? Ah ja. Okay, wir könnten auch mal versuchen, ich könnte versuchen, mich seitlich hinzustellen, wobei ich denke, dass es auch keinen großen Effekt hat. Denke mal nicht. Ich denke, das Schloss werden wir dann letzten Endes doch nicht begutachten. Da wird wahrscheinlich nach dem Kampf Ende sein und wir werden direkt in ihr Zimmer switchen oder so. Jetzt macht sie wieder was anderes. Ah, ich verschwende unnötig den Fokus. Hier. Ja, ja, du hast doch. Oh, es hilft tatsächlich. Ne? Ich muss X drücken, es wird nicht angezeigt. Schützt der mich? Vor dem Feuer vielleicht? Verdammt, sie hat keinen Dash. Ja. Okay. Das haut auf jeden Fall rein. Ich muss halt ein bisschen passiver spielen. Dann geht das. Dann geht das irgendwie. Was machst du? Komm zurück. Komm zurück. Da. Ja, ich drück doch Viereck. Naja, wenigstens. Die beiden stimmen sich wenigstens ab, ne? Er ist immer bereit, wenn sie ihren Kackatem macht. Holy shit, was jetzt? Power Ranger Flug. Wie komme ich jetzt auf Power Ranger? Ich meine, so ein Drache fliegt eher als ein Power Ranger. Hä? Was willst du jetzt von mir? Soll ich dich abschießen? Oh, oh, was passiert? Oh, oh. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja geil. Hoffentlich knall ich nicht irgendwo gegen. Okay. Philipp, Philipp, wo bist du? Oh nein, wo ist Philipp? Philipp hat mich allein gelassen. Das ist nicht so cool. Oh, oh nein. Oh, ist er da? Ist er da? Habe ich ihn gesehen? Oh ja, er ist da. Gott, Gott, ich habe Angst ohne ihn. Warte, ich heile mich. So. Der ist doch echt nützlich. Beziehungsweise ist der Kampf ja so ausgelegt, ne? Also, wenn er nicht da wäre, wäre der Kampf einfacher. Damit könnte ich auch leben. Du scheiß Statist, was sollte das denn jetzt? Ja, ich spam doch schon Viereck.
Ja, das ist sogar jetzt darauf ausgelegt, dass wir das so machen, ne? Naja, wenigstens kann ich hier oben keinen so großen Schaden nehmen. Bam. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Damit kann ich leben. Mit deinen Pseudo-Balken. Philipp! Philipp! Philipp, komm her! Nein! Ja, wo war er denn? Er muss halt erstmal über die Dornen kommen, ne? Andererseits ist es natürlich doof. Wenn man dann verkackt, dann weiß man, dass man da so eine Durststrecke drin hat. So eine Skriptstrecke. Philipp, du Arschloch, wieso bist du nicht direkt rübergekommen, Mann? Wieso hat mich das jetzt geschadet? Ach so, ich darf nicht vergessen, ich habe ja Immunität. Immerhin. Er ist tot. Mein Beileid, Philipp, mein Beileid. Oh, er hat gesagt, come on, er hat mich gebullshittet. Ja. 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 Ich das jetzt will. Ich hätte gerne mal Vitra, dankeschön. Das hat jetzt aber gedauert. Schon wieder K.O.? Oder immer noch? Er greift taktisch von der Seite an, wissend, dass er keinen Schaden macht. Oh! Es kommt aber auch immer so schnell, Durm. Es kommt immer so schnell. Der Philipp, der war gerade nicht da. Konnte ich mich nicht verteidigen. Er wollte doch 0,00002 Schaden anrichten. Das war doch wichtiger, als die heiße Aqua zu schützen. Da ist er doch schon wieder tot. Und ich auch. Oh, meine Fresse, ey. Ja gut, was soll ich machen? Das ist ja wie bei LOL hier. Was soll ich machen, wenn mein Teamkollege komplett behindert ist? Habt ihr das gerade gesehen? Ich will mal ein Spiel haben, wo ich mich nicht auf andere verlassen muss. Ach, schon, guck mal, schon wieder. Schon wieder! Gut, ich weiß auch nicht. Das ist ja jetzt... jetzt hat sich Malefiz angepasst. Normalerweise konnte ich ja mal Probleme mit dem Fokus machen, weil sie immer irgendwas anderes gemacht hat. Aber jetzt denkt sie sich ja so, oh, die macht jetzt Fokus? Okay. Ich mach das jetzt nochmal. Ist mir scheißegal. Bin da stur. Hat die anderen Male auch geklappt, also will ich das jetzt durchziehen. Aber es scheint sich zu wiederholen. Gleich gibt er wieder den Löffel ab. Ja. Wieso verliere ich den Fokus, wenn sie mit ihrer Attacke fertig? Okay, da kommt's. Nee, doch nicht. Okay. Ja. Ja. Ja, hallo. So, jetzt ein paar Kombos. Ein paar schöne Kombos. So. Ja. Er riecht es halt wirklich, dass sie das macht. Hier, komm her, ich hab Skripts. Skripts und Komplettlösungen. Ich weiß, wann sie ihren Atem macht. Okay, bis jetzt sind wir noch nicht geflogen, ne? Okay, jetzt haut sie ab. Kann ich dich heilen? Ballo! Schön eine Abschlusskombo gestartet. Kann ich jetzt irgendwie kontrollieren, wie lange ich bei ihr bleibe? Nee. Denke nicht. Okay. So, jetzt mal wieder ohne Philipp spielen. Atem. Ja. Nee. Atemlos durch die Nacht. Lalala. Ja, was soll ich machen? Ich war da. Ich habe aufs Viereck gewartet, aber... Hallo? Jetzt komme ich nicht hinter ihn, hallo? So. So, jetzt? Ja. Badu. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay, soweit waren wir eben schon. Philipp, my lord,
My honey. Komm rüber. Oh shit, das ist... Ich hab versucht, Viereck zu drücken. Es ist gescriptet, glaube ich. Aber ob mir das da hilft, ich meine, was soll ich sonst machen aus der Barriere? Ich könnte versuchen, den Fokus zu provozieren. Ja, auch wenn ich gerade natürlich nicht, dass wir nicht auf die Kämpfe kriegen, muss ich sagen, das ist aber schon der innovativste Kampf von allen jetzt bisher ist bei Bird by Sleep. Ein Kampf, wo auch tatsächlich mal das Interagieren mit dem Kollegen funktioniert. Ich meine, bei... Wir hatten ja auch so Kämpfe mit Mickey und so, da hat es ja nicht so wirklich viel gebracht, aber dass sie das erinnert schon sehr stark an Kingdom Hearts 2, wo das ja gang und gäbe ist. Mit den Quicktime-Events. In Anführungsstrichen Kommandos. Wie hießen die Dinger? Befehlskommandos? Zustands? Gelegenheitskommandos? Wie hießen das? Situationskommandos, ne? Ja. Was echt cool war, das ist keine Kritik oder so. Guck mal, wie lange der Kackatem geht, ey. Hier. Hier. Ja. Und Badum. Attacke! Woo! Flieg doch! Nein! Ja, jetzt! Jetzt erstmal wieder schön entspannen kurz. Wäre halt cool, wenn ich sie auf dem Rückweg penetrieren könnte. Damit das... Oh nein, ich hab's verkackt. Mehr oder weniger. Damit es mit dem Atem nicht funktioniert, nicht passiert. Aber das ist, denke ich mal, nicht machbar. Ich habe gerade den Eröffnungsschlag verpasst. Ich habe vergessen, X zu drücken. Fuck. Hallo, ich will im Fokus bleiben. Ja. Muss ich eigentlich fliegen? Jetzt mal anders gefragt, können wir das nicht einfach lassen? Oh, scheiße, ich habe wahrscheinlich keine Wahl. Klar, sonst macht sie die Ram-Attacke. Jetzt hätte ich schon wieder fast vergessen. Sterb bitte, 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 bitte. Nee, das wird nichts. Okay, okay, wir machen jetzt Folgendes. Ja, wir machen jetzt Folgendes. Ich versuche in den Fokus zu gehen. Ja. Jetzt! Jawoll! Oh, er ist gestorben. Da hinten irgendwo verreckt. Und Barriere. Barriere, nein. Ich hab gedrückt, das funktioniert nicht. Ja, aber was soll ich da tun? Ihr habt den Spasti gesehen, der ist da hinten gewesen, hat versucht über die Dornen zu gehen. Ist dann an dem Atem verreckt. Oder er hat sich an den Dornen geschnitten. ja. Was soll das? Ihr wollt mich echt wieder zum Fluchen bringen, ne? Das ist so der Sinn dieses Let's Plays, Fragezeichen. Dass ich mindestens in jedem Bosskampf einmal fluche. Den Vergnügen werde ich euch nicht geben. Da könnt ihr lange drauf warten. Ich finde den auch in Ordnung und nicht schwer. Es ist halt nur, da ist jetzt eine Attacke und da kann ich nichts dagegen machen. Okay? Ende der Geschichte. Was soll ich tun, wenn ich nichts dagegen machen kann? Ja, nichts, ha? Jetzt zieht sie es wieder durch. Jetzt zieht sie es wieder durch. Ah. Ja, vielleicht, weil ich zu nah dran stehe, dann stehe ich manchmal weiter weg. Möglich, 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 ha? Aua. Na. Und er ist wieder tot. Nee, guck mal, es geht nicht. Es geht nicht. Ich kann es nicht so lange blocken. Jetzt ist sie schon wie Erakys und die anderen Bastarde. Bastarde, das steht nicht zum Schimpfen. Schimpf-Vokabular. Eigentlich schon, ne? Aber, oh Gott. Ja, fickt euch doch, ihr Holocaust-Opfer. So, bitteschön! Kann ich jetzt gewinnen?
kann ich jetzt gewinnen? So, ich habe jetzt geflucht. Darf ich jetzt weitermachen? Ja, vor allem, da hilft jetzt wieder, selbe Thematik, da hilft jetzt auch kein Trin. Warte mal. Okay. Nee, Moment. Ich wollte gerade sagen, ich packe wieder den Ventus aus. Kann ich nicht. Weil ich einen verkackten Begleiter habe. Nee, dann ganz ehrlich. Dann machen wir das. Oh nein, das wollte ich nicht machen. Dann machen wir das einfach nicht. Ich meine, Square, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre ich zu inkompetent, diesen Situationskommando zu benutzen. Dann werden die nachher einfach nicht überfliegen. Mal schauen, was passiert. Ja? Ich brauche Philipp. Ich brauche doch Philipp. Here, now, let's go, here. Kick, punch, it's all in the mind. Bis jetzt ist hier noch nicht rübergeflogen. Ja, vielleicht passiert mir das auf der anderen Seite jetzt auch. Also schadenstechnisch wäre das vielleicht dieses Mal wirklich machbar, sie zu penetrieren auf dem Rückflug, aber... XXX! Aua, was? Wieso habe ich denn da jetzt Schaden genommen? Bist du komplett behindert? Ja, so viel dazu, ja? Ravon hat eine realistische Chance, mich auf dem Rückweg zu besiegen. Warte, wir müssen was dagegen machen. Wie gesagt, vielleicht macht sie jetzt auch jetzt ihren Kackatem. Ah, aber hier schafft das komischerweise schnell rüber zu gehen. Nur auf dem Rückweg hat er so seine Probleme. Ich mach das jetzt nicht. Kannst du vergessen, ich mach das jetzt nicht. Ich versuch's mit dem Fokus. Der war jetzt vielleicht ein bisschen zu zeitig. Ich weiß ja nicht, was sie tut. Also sie macht einfach eine Ram-Attacke. Guck mal. Es ist viel effektiver. Muss mich wohl verarschen hier, ne? Oh. Das war jetzt billig. Mein Fokus wurde abgebrochen. Da muss ich schneller machen. Muss ich jetzt. Dann habe ich es tatsächlich nicht zeitig genug gemacht. Dann war das tatsächlich perfekt. Okay, so. Und jetzt kann ich sie tatsächlich penetrieren. Wobei. Ja, ich hab nicht mehr genug Fokus, aber jetzt sollte das passen. Hallo? Philipp, du musst jetzt auch schon. Oder wir kämpfen jetzt nochmal normal. Ja. Wieder mal gewonnen, indem man das Spiel nicht so spielt, wie das Spiel es will. Ja? Perfekt zum Folgenabschluss. Herzlichen Glückwunsch. Wo wart ihr, hä? Ihr hättet ruhig eher kommen können. Of true love that defeated you. I will not be defeated by something as insignificant as love. You don't even know the first thing about it. You're too clouded by darkness to see that there's something greater. Es war nicht die Kraft der Liebe, es war fucking Feenmagie, so wie immer. Macht euch doch nichts vor. Try all you want, but you'll never defeat a heart filled with light. Perhaps. But remember one thing, Mill.
As long as there is light, there will be darkness. And in time, many more will be drawn to it. Then they will all belong to me! Terra, you better stay strong for me. Also, so gesehen müssen wir dann dementsprechend doch das Licht ausrotten, oder? Weil dann gibt's ja keine Dunkelheit mehr. Wenn kein Licht existiert, existiert auch keine Dunkelheit mehr, oder? Oh, ein Bericht. Oh. Terra, where is he going? Gehen wir jetzt auf die Insel des Schicksals? Nee, ne? Der geht doch jetzt zu Xehanort, oder? Nee, Radiant Garden, ja. Sie ist ja die Einzige, die nicht irgendwie versucht wird zu manipulieren. Weil die wissen, dass die bei ihr keine wirkliche Chance haben. Okay. Rudy, oh, 3 Stunden schon wieder, Mensch. Das ist ja unglaublich, ey. Ja gut. Fusion? Irgendwas? Nee, irgendwie... Ich weiß nicht. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass man nur gewisse Sachen mit gewissen Steinen fusionieren kann. Moment, ich habe ja noch gar keinen Stein angewählt. Ich denke, die Dinge harmonieren einfach nicht miteinander, oder? Schlüsselschwert. Ich habe gesagt, ich will auf ihre Stärken gehen, aber... Nee, ich behalte das, ganz ehrlich. Ich behalte das. Ja, okay. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kingdom Hearts Burst by Sleep. In der nächsten Folge gehen wir dann wohl in Radiant Garden. Meine persönliche Mitte des Spiels. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.